Hallo und herzlich willkommen hier zur weiteren Folge hier gerade über Thüringen, Version 3.0. Hier auf Feld 10 mache ich jetzt Restarbeiten, Pflügen, Nacharbeiten. Und sobald das erledigt ist, geht das hier los mit Aussaat mit Gerste. Wir fahren jetzt mal so eine Runde links rum. Einmal hier, was hier ein bisschen stärker gemacht ist, und nachher geht es Richtung, dass vielleicht die Aussaat beginnen. So. Kleinigkeiten werden wir nicht machen hier, was um Feld so ist. Das ist übertrieben. Ansonsten gehen wir jetzt ganz schnell den Flug raus und gehen nach vorne, wo die Spitzen, wo man jetzt so sehen kann, wo der Gegner gewendet hat. So, und hier die Spur arbeiten wir jetzt nach. Prozent alles nacharbeiten, das ist wird zu viel, ne? Also das ist ja nicht so mein Fall. Mit den kleinen Verlusten im Leben, ne? Ansonsten erhöht sich so langsam die Temperatur, dass wir auch bald die nächsten Sachen ansehen können, ne? Ich habe ja vor, noch zwei Felder mit Mais zu machen. Passt nicht ganz von der Fruchtfolge her, aber ich brauche Futter für die Tiere, ne? Also Mais-Silage wollte ich machen. Pferdegras wollte ich eigentlich zu BGH bringen. Oder Silage wollte ich Silo, mein Hof 3, den mittlere Silo voll machen. Da wollte ich mit anfangen. Und da bin ich mir ganz sicher, dass da kein verpackt ist. Hier bei den äußeren wird schwierig, weiß ich nicht. Liegt aber eher, glaube ich, an Giants, ne? Aber die äußeren werde ich dann auch irgendwann voll machen, ne? Sobald mit Mais kann man die auch noch machen, ne? Aber das Pferdegras wollte ich da in der Mitte reinbringen. Und das wollte ich in der BGH verarbeiten. Und alles andere sehen wir dann weiter. So. Fahren wir da noch hoch. Wie gesagt, so viel nacharbeiten wollte ich nicht. Beziehungsweise, das reicht normalerweise. Wir fahren hier mal vom Hof, vom Feld. Und stellen den mal auf die Straße. Dann checken wir auf Hof. Da fahren wir hin, checken wir hin. Weil das ist mir jetzt ein bisschen zu viel. Ich komme hier nicht voran. Wir werden irgendwann mal einen anderen Flug hier arbeiten lassen. So, hier ist das nicht ganz optimal. Das ist. Da geht's auf. Senken. X aufklappen. B. Lass mal fahren, ne? Ups. Kann man jetzt sagen, tut weh, ne? Letzte Frucht Brachland, dann Gras. Sieht aber eher Kartoffeln aus, ne? Ja. Da kann man gut gehen. Wo ist der andere hier? Hier drüben. Bin zu früh abgesprungen. Die sollen Jungfrauen sein. Jo. Was helfen so die hätten mal jetzt der Spruch gekommen, die kannst du nicht atmen. So. Das gleiche hier normal. Wir fahren jetzt nur die Richtung zurück zum Feldrand, ne? Gucken mal ganz kurz. Ach, so viel ist das auch nicht. Ein bisschen mehr oder weniger macht das auch nicht in Reinigkeit. Wir werden das nächste Mal normal flügen mit einem anderen Flug. Und wenn wir im Herbst Zeit haben und dann wird einen großen Flug nehmen und dann ist er wahrscheinlich gerade den Bereich würde dann fahren, wo jetzt überall
nicht geflüchtet wurde, sagen wir so, ne? Ganz vorsichtig aufklappen, geht nicht mehr, das ist Quatsch. Sie werden aber jetzt hier auf Feld Hof da auch einstellen. Und dann können wir gleich die Aussaat beginnen. Pferdegras wird ausgesät und noch Gerste auf Feld Nummer 49 und Pferdegras auf Feld Nummer 29. So, dann können wir das schon mal löschen. Das können wir wegmachen, ne? Und dann kann er die Richtung mal fahren, mal sehen, ob er hinkommt. Glaube ich eher nicht. Aber weil der Flug ein bisschen zu breit ist, ne? So, gleich mal hier. Feldmodus für Düngen und so. Dann gehen wir Kurzgenerierung. Feld 10, vorgewendet machen wir 2. Und Kurzgenerierung. Wir machen ganz normal weich mit 7%. Weich bin ich mit gut gefahren. In den Kurven hier ist eh alles rund. Von daher ist es ideal. Und hier mal ein bisschen was fehlen sollte. Ja gut, ist halt so, ne? Aber scharfkantig immer so eine. Naja. Kann man machen, aber ich mache persönlich immer weich. So, jetzt speichern wir mal ab. Ja, das Feld 10. Aussaat. Ja, Getreide. Das mache ich deswegen, weil andere ja zum Beispiel Mais aussehen können oder Kartoffeln oder Rüben. Gut, der ist ein Mod, der kann beides, aber wie gesagt, in dem Fall ist es besser, dass man da unterscheidet. Falls ich doch mal was anderes machen will, Originalfahrzeugen kann mal sein, ne? Dann ist es ein bisschen sinnvoller. So, gespeichert ist, einstellen. Na gut, hätte ich auch ein Feld ausklappen können, wäre besser gewesen. Aber jetzt geht nämlich gleich eine Erde rein, ne? Geht doch nicht. Jetzt wird er die ganzen Kartoffeln sich unterflügen noch, ne? Unter Gruppen. Ja. Düngen und Gerste, das klappt. Und mal gleich mal gucken. Der fährt da lang, das passt. Und der andere dürfte eigentlich hier Probleme haben. Aber das war eh zu erwarten. Ich weiß nicht genau, wie das hier funktioniert. Ich muss nur die Fußgänger ein bisschen mit dem Haufen fahren. Geht ja nicht anders, ne? Aber die haben ja keine Probleme damit. Ich auch nicht. Jetzt komme ich hier nicht weiter. So. Das ist schwierig mit inneren Sicht, aber das finde ich persönlich immer sehr schön, ne? Ups. Ja, ich hatte zwei Folgen schon aufgenommen, aber Mikrofon ist weit weg. Naja, mal schauen, ob ich die erste Folge verwenden kann. Ich glaube eher nicht. Das zweite habe ich abgebrochen, zur Hälfte. Das Problem ist, wenn der Ton schlecht ist, naja, ich sag mal so. Das, ja. Wo ich das jetzt hinstellen soll auf dem Hof, das weiß ich nicht. Ist mir noch etwas, ja, ist noch offen, sagen wir so. Irgendwann. Ich darf einen Platz finden. Hier links zum Beispiel, aber das ist ja nicht mein Land. Ich weiß es nicht. Aktuell. Also in den Hallen ist ungünstig, das ist etwas schwierig, ne?
vor allen Dingen durchfahren und so, das wird ziemlich eng. Also das werde ich nicht so. Aber ich werde sie mal gleich den Traktor voll tanken. Ja, das ist dringend notwendig. Den gleich mal reparieren und dann mal sehen. Wird doch auf der Wiese ein bisschen Acker machen müssen, ein bisschen Stellplätze schaffen müssen. Ich wollte die Kühe Wasser geben. Das kann er ja voll tanken. Die haben ja hier Pumpe. Geben mir einiges rein. Oh, Kuckuck drauf. Okay, hier ist mein Heu und Silage im Ballen. Ist aber eigentlich gut gefüllt. Glaube ich, was drinne. Öffnen. Habe ich was? Oder ist das gelöscht? 19 Uhr. Bunker 1. Verbrauch gestern. Jo. Ach, hier kann man einstellen. Erhöhen wir die Menge. 12.000. Den können wir gleich mitnehmen. Das ist die Silage, die einfache, also das ist vom Abladen passiert mit Autoload. Hier ist Heu. Ja, die Kühe melden sie auch. Schnell laufen, das ist nicht gut. Muss ich sie aktivieren. Aber ich glaube, es geht nicht hin. Oder bei O. Oder einfach nur auf 1 gehen. Na, das macht er nicht. Na gut, okay, dann machen wir später mal aufschneiden. Ja, aber nicht. Na komm, hab den nicht so. Milch habe ich noch genug. Da muss ich bei Gelegenheit mal einen Verkaufskurs einstellen. Beziehungsweise Richtung globalen Markt fahren. Und da dann verkaufen. Aber das mache ich mal ein bisschen später. 112.000 Liter. Da war Stroh. Gut. Heu ist voll, Stroh. Ja, machen wir später. So, hier haben wir auch zwei Anhänger. Ein Milch. Gülle. Hier ist auch ein Milchanhänger und Restanhänger für Futter und für. Da ist der. Ja, gut, der kann ich umbauen. Ja, Mist fühlt sich auch langsam wieder. So, Blocking. Den wir gleich. Guck, das ist der Arme hier. So. Wo ist der andere? Molongan. Die Wiese habe ich auch schon fleißig bei, fast durch. Und bei ist auch gut. Also wäre jetzt Prinzip das hier mit durch. Mal gucken, wo der Anne ist. Der hat es hergeschafft. Das ist staunlich. Können wir ausschalten. So, dann fahren wir jetzt auch zur Reparatur. Wie gesagt, wegen Flug, wohin stellen, das weiß ich noch nicht. Noch kein Plan. So, mit dicht herangehen und hören können, ne? Das Feld 13 gehört uns nicht. Also wir müssen. Ich will noch das Sägewerk kaufen. Um irgendwann mal produzieren zu können, brauche ich Paletten.
Und sobald wir unsere Felder bestellt haben, dann werde ich auch hier entsprechend mit der Produktion beginnen. Wir fangen mit Holz an. Nur so viel, dass wir mal Paletten herstellen können. Das muss ja nicht viel sein, aber ein bisschen, ne? Wenn wir Paletten haben, dann wollte ich unsere ersten Rinder an den Schlachthof verkaufen als Neueinstieg, Schlachthof, der hier ist. Aber ich wollte aber auch, ganz wichtig, denn auch Schweine anschaffen, damit wir überhaupt an ausreichend Fleisch kommen, damit wir den auch nutzen können. Ne? Und die Rinder werden noch nicht viel bringen. Wenn ich richtig erinnere, sind drei, soweit ich weiß, die nötige Gewichtsklasse, wo man sagen könnte, das würde sich lohnen. Ne? Alles andere ist noch nicht so weit. So. So, reparieren. Was meckert denn her? Reparieren. Die Traktoren sind neu, die brauchen nicht lackiert werden. Die anderen werde ich wahrscheinlich bald lackieren, die sehen ja schon schlimm aus. So. Ja, den fahren wir jetzt. Erstmal tanken die anderen beiden, ne? Den anderen. Solange wir keinen. Ja. Ja, noch kein Waschplasch, aber das kommt dann auch noch irgendwann mal. Der erste ist fertig. So, dann können wir gleich mal drum kümmern. Von der 29. Man sieht, es ist ganz gut gearbeitet worden. Aber wir haben noch Stellen, die wir nacharbeiten müssen. Ne? Also endlich entlassen. Entlassen, dann jetzt ist der Abstand plastet auch so. Wir werden gleich nacharbeiten hier. Da werden wir nicht drum rumkommen. 100%ig ist ja nicht immer alles, ne? Aber wie gesagt, das können wir, wenn ein Ritt. Wir fahren ja eh zurück und da können wir gleich mitmachen. So, und gleich wieder starten. Dann können wir das schließen, das Hilfsmenü. Dann fahren wir hier mal zurück. So. Dann können wir mit einem anderen Traktor entsprechend auch noch was machen. Der. So, gehen wir hier. Hier ist ja nicht allzu viel Nacharbeit, das geht ja. So, gedüngt ist auch schon mal alles. Das ist gut. Wenn wir dichter rangehen, was hören, ne? So, liebe Schauer, das soll es dann auch schon heute gewesen sein. Ist aber schon Dank fürs Reinschauen. Ich wünsche euch allen einen schönen Rest Samstag. Hab ich am Anfang vergessen. Ja. Normal. Ist aber nicht so gemein. Im Grunde wünsche ich mir jeden Tag einen schönen Tag. Nur ich tue es nicht mehr sagen. Also, tschüss und ciao. Schönen Dank fürs Reinschauen. Ja, morgen geht's hier weiter. Hier in Thüringen. Tschüss. Nee, Montag ist. Montag. Ich wünsche euch einen schönen Restmontag. Schönen Wochenstart vor allen Dingen. Tschüss.